Ich habe noch nie was im Internet bewertet. Wirklich, noch nie. Ich finde auch, das ist, es nimmt irgendwie Überhand, oder? Mittlerweile ist alles voll mit Bewertung. Alles ist im Internet von uns bewertet. Oder alles. Alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, wird von uns richtig durchbewertet, oder? Alter, bei mir um die Ecke ist eine Bushaltestelle, die hat auf Google Maps 3 Sterne. What the fuck? Wie viel Zeit haben die Leute? Vor allem, wer guckt sich das an? So eine schlechte Bushaltestelle, das zeige ich nicht aus. Wir sind, aber wir gucken auch danach, oder? Wir gucken, wenn wir was erleben wollen, wenn wir irgendwo essen gehen wollen, wenn wir was kaufen wollen. Wir gucken immer danach, wie andere das fanden, weil wir keine Zeit mehr haben, das selber auszuprobieren. Wir haben keine Zeit mehr, Scheiße zu erleben. Wir brauchen ein perfektes, optimal optimiertes Leben. Keine Zeit mehr für Scheiße. Dabei ist das ja oft das Lustige, ne? Man ein bisschen Scheiße erlebt. Aber wir haben keine Zeit. Wir müssen immer gucken, wie fanden das andere so auch. Wir sind so abhängig von Bewertungen oder auch bei unserem eigenen Leben. So, weil wir das auch nicht mehr fühlen, ob es für uns gut ist. Das müssen uns andere sagen. Deswegen sind wir alle bei Instagram, oder? Weil wir selbst keine Ahnung haben, wie unser Leben ist. Ohne Instagram würden wir auf der Straße stehen. Hallo? Wie findet ihr mein Leben? Ist es okay oder geht? Ich glaube, es ist wirklich, ich glaube, Instagram ist nicht gesund für die menschliche Psyche. Ich meine es ganz ernst, weil allein, wie oft wir für Instagram unsere eigene Fresse fotografieren, oder? Das hat man doch früher nicht gemacht, oder? Mit so einem Fotoapparat, wo so ein Film drin war, den die Oma so vom Entwickeln abgeholt hat. Und dann hätte die so gesagt, ja, dann schauen wir mal, was wir für schöne Urlaubsbilder haben. Oh, bisschen monothematisch. Deine Fresse, deine Fresse, deine Fresse. So, man kreist nur noch so um sich selbst und wie andere einen finden. Und jetzt kannst du natürlich, wenn du dein Selfie bei Instagram posten willst, dann kannst du das ja auch noch optimieren mit wahnsinnig vielen Filtern und Apps und keine Ahnung was. Du kannst dich so krass bearbeiten, dass du nicht mal so aussiehst, als wärst du noch entfernt mit dir selbst verwandt. Wirklich, eine Freundin von mir, die hat bestimmt 8 verschiedene Apps, um ein einziges Foto von sich zu bearbeiten. Die sieht nachher super aus, aber ich sitze daneben, ich kriege Burnout vom Zugucken. Das ist zu anstrengend, wirklich. Ich habe keine Geduld für sowas. Ich wirklich, wenn ich ein Foto poste, da ist nie ein Filter drauf. Ich bin zu faul, die rauszusuchen und so. Ich. Vielen Dank. Ich weiß, manchmal sieht es so aus, als wäre ein Filter drauf. Das ist aber oft einfach, weil meine fettigen Finger vorher an die Kameralinse dran gepatscht haben. Mir hat auch mal einer geschrieben so, oh mein Gott, was ist das für ein Filter von dem letzten Pic, was du gepostet hast? Ist das dieser 70s Retro Sundowner Filter? Und ich so, ne, Pommes. War einfach Pommes gefressen.